In einem Kurs in Wundern ist die Schuld ein ganz zentrales und essentielles Konzept. In anderen Lehren ist Schuld einfach ein negatives Gefühl wie Angst, Ärger, Neid, Wut und so weiter. Aber im Kurs ist Schuld das zentrale Gefühl. Schuld über unsere vermeintliche Trennung von Gott. Das ist quasi die Ursünde, metaphorisch gesehen. Die Ursünde unseres Seins. Es ist natürlich keine wirkliche Sünde, wir sind nicht sündig, denn die Trennung von Gott hat nie wirklich stattgefunden. Aber wir haben in unserem Geist den Glauben an die Trennung und damit auch ganz unbewusst den Glauben an unsere Schuld. Diesen Glauben haben bereits Babys in sich. Sie sind nicht unschuldig. Ja, sie sind unschuldig, wie wir alle unschuldig sind. Aber der Glaube an Schuld ist bereits in ihrem Geist, ohne dass sie es wissen. Die Ursünde ist der Glaube an Trennung und damit der Glaube an Individualität. Der Glaube, ein getrenntes Individuum zu sein. Ein Körper oder auch eine individuelle Seele, das macht keinen Unterschied. Dieser Glaube, der muss zu Schuld führen. Wegen dieses Glaubens fühlen wir uns schuldig. Und diese Schuld, die würden wir gar nicht aushalten in uns. Diese Schuld müssen wir projizieren. Und daher haben wir als Geist, als gespaltener Geist, als Sohn Gottes, die Welt gemacht, die Welt projiziert, eine Welt geträumt. Und zwar jetzt. Das tun wir jetzt in diesem Moment. Wir träumen in diesem Moment eine Welt, um einen Hafen für unsere Schuld zu haben. So hat es Ken Wapnick, der große Kurslehrer, ausgedrückt. Er sagte, was die Welt uns bietet, ist ein Zufluchtsort, ein Hafen für unsere Schuld. Das ist es, was die Welt uns bietet. Sie bietet uns einen Ort, an dem wir unsere Schuld abladen können, damit wir von ihr befreit werden. So wie wir Geld in einer Bank hinterlegen, um es sicher aufzubewahren, legen wir Geld in den Körper unseres Bruders, um es sicher aufzubewahren, das Geld der Schuld. Und wir hassen ihn dafür. Deshalb haben wir eine Welt gemacht. Wir hassen den Bruder, denn wir haben unsere Schuld, die tief in unserem Geist ist, auf ihn projiziert. Das heißt, auf den Bruder, das heißt nicht nur auf konkrete Menschen, sondern auch auf die Gesellschaft, auf die Politik, auf das Wetter, auf das Schicksal, auch auf Gott, den Ego-Gott. Diese Schuld müssen wir loswerden. Und das Ego sagt uns, projiziere diese Schuld auf die vermeintlich anderen, die wir ja auch gemacht haben. Diese tiefe Schuld, die Urschuld, ist uns zwar unbewusst, aber sie wirkt natürlich nach außen. Sie macht sich bemerkbar in all unseren negativen Gefühlen, die wir hegen. In dem kleinsten Ärger,
über irgendeine kleine Sache, wenn uns eine Tasse herunterfällt oder wenn es unerwartet regnet oder wenn unser Chef uns anraunzt, dann fühlen wir eigentlich diese Urschuld. Wir glauben zwar, es liegt am Wetter, an der Tasse, an dem Chef, aber es ist unser eigener Glaube an die Schuld, der sich auf diese Art und Weise an der Oberfläche des weltlichen Seins ausdrückt. Das kennen wir alle. Und deshalb müssen wir diese Projektion wieder zurücknehmen. Nicht mit einzelnen Menschen, mit diesem und dann mit jenem und dann noch anderen, sondern als Ganzes. Wir müssen wahrhaft vergeben, das heißt alle Projektionen, einfach die Projektion unserer Schuld, auf wen auch immer, zurücknehmen. Wenn wir das Prinzip verstanden haben und wahrhaft vergeben, haben wir allen vergeben, weil wir gar keine Schuld mehr projizieren können, auf wen auch immer. Nun ist es in der Welt häufig so, dass wir nicht nur die anderen für schuldig halten, sondern auch uns, und zwar uns als Personen. In dem Fall haben wir die Schuld nicht auf andere Personen projiziert, sondern auf unsere eigene Person. Es ist quasi eine Projektion auf uns selbst. Der Geist projiziert seine unaushaltbare Schuld auf den eigenen, auf den Körper. Und das macht natürlich krank. Im Textbuch auf Seite 63 im Abschnitt 5 gibt es eine schöne Stelle. Wenn du dich schuldig fühlst, erinnere dich, dass das Ego in der Tat gegen die Gesetze Gottes verstoßen hat, du aber nicht. Überlasse die Sünden des Ego mir. Dafür ist die Sühne da. Solange du aber dein Denken über die, die dein Ego verletzt hat, nicht änderst, kann die Sühne dich nicht befreien. Solange du dich schuldig fühlst, führt dein Ego das Kommando, weil nur das Ego Schuld empfinden kann. Das muss nicht sein. Also das Ego kann nur gegen die Gesetze Gottes verstoßen, nicht wir als Geist, als der Sohn Gottes. Das Ego ist natürlich der Teil in unserem Geist. Es ist ja nichts Externes, nichts Äußeres, nichts anderes, sondern das Ego ist unser falsch gesinnter Geist. Und Jesus sagt, überlasse die Sünden des Ego mir. Wenn wir uns von ihm führen lassen, von ihm oder von dem Heiligen Geist, zwei Symbole, die das Gleiche bedeuten. Dann können wir die vermeintlichen Sünden überwinden. Das ist die Sühne. Und dann heißt es da, solange du aber dein Denken über die, die dein Ego verletzt hat, nicht änderst, kann die Sühne dich nicht befreien. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, denn warum sollte ich mein Denken über die, die ich scheinbar verletzt habe, ändern? Muss ich nicht das Denken über mich selbst verändern? Ja, aber das sind eigentlich nur zwei Seiten einer Medaille. Denn wenn ich die anderen, die ich scheinbar verletzt habe,
als andere sehe, als Opfer sehe, dann kann die Sühne mich nicht befreien. Es ist nämlich egal, ob ich die anderen als Täter und mich als Opfer sehe, oder ob ich mich als Täter und die anderen als Opfer sehe. Es ist beides Ego-Denken. Täter und Opfer-Denken ist Ego-Denken. Auch wenn es in der Welt noch so überzeugend zu sein scheint, dass es doch da Täter gibt, die anderen Unschuldigen, Wehrlosen etwas antun. Und dennoch ist von einer höheren Warte aus alles immer nur Ego-Denken. Ich habe vor Jahren einmal zwei Freunde von mir verletzt, oder es sah so aus. Ich war in Nürnberg und hatte noch etwas Zeit, weil eine Verabredung weggefallen ist. Und dann dachte ich, ach, dann rufe ich die anderen beiden, ein Ehepaar, an und fülle die weggefallenen 2 oder 3 Stunden mit ihnen. Und daraufhin waren sie aber sauer. Sie haben gesagt, du, wir treffen uns gern mit dir, aber dann nicht als Lückenbüßer. Komm doch zu uns, besuch uns, ruf uns vorher an, wir machen etwas aus, dann gerne, aber einfach jetzt, weil eine Verabredung weggefallen ist von dir, sollen wir schnell und spontan die Lückenbüßer spielen, das machen wir nicht mit. Ja, das hat mir wirklich leid getan. Ich habe das verstehen können, dass sie sich als Lückenbüßer fühlten. Und ich fühlte mich wirklich schuldig, obwohl das ja eigentlich eine Kleinigkeit ist im weltlichen Sinne. Aber es gibt ja keine Rangfolge der Illusionen, keine Schwierigkeitsgrade. Das heißt, ich habe mich schuldig gefühlt. Mein Denken über die, die ich da vermeintlich verletzt habe, zu ändern, heißt einfach, sie nicht mehr als Opfer zu sehen und sie so anzusehen, als ganz, als heilig, nämlich, dass ich sie gar nicht verletzen kann. Das, was sie wirklich sind, ist ja auch das, was ich bin. Und das kann ich nicht verletzen. Ich kann es nicht kränken und enttäuschen. Nur die scheinbare äußere Form kann ich scheinbar verletzen. Das heißt, wenn ich einen anderen als Opfer sehe, erkenne ich seine Ganzheit und seine Heiligkeit im Sinne von heil, ganz zu sein, erkenne ich nicht an. Einen anderen als Opfer zu sehen heißt, seine Ganzheit nicht anzuerkennen. Und wenn ich ihre Ganzheit wieder anerkenne, fühle ich mich auch nicht mehr schuldig und kann ich meine eigene Ganzheit, die ja dieselbe Ganzheit wie die der anderen ist, endlich anerkennen. Und das ist die Sühne.